Grüße, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Könnt ihr mich jetzt besser hören? Hallo, hallo. Wir haben heute nochmal für euch Tiny Tinas Wonderlands im Gepäck. Das Spiel kam ja letzte Woche raus und wir haben schon mit Sterzig die ersten 3 Stunden gespielt. Letztes Mal hat man es nur bei Sterzig gesehen. Ich habe mich dann kurz beschwert, ein kleines Paket bekommen von 2K Deutschland. Da steht auch mein Name drauf und ich bin ein 31er. Der ist so riesig. Ich hatte noch nie sowas Großes in der Hand. Da ist eine Figur drin. Ein Poster und irgendwie ein Pulli, glaube ich, ist das, ne? Ja, das ist ein Pulli. Und da war tatsächlich noch mehr drin. Und zwar, das hat Sterzig auch jetzt, wenn ich jetzt halt Sticker. Da sind Tiny Tinas Wonderlands Sticker drin. Kissen, das habe ich jetzt da vorne schon hingelegt. Für die Autofahrt oder für den Flug, falls ihr mal wegfahrt. Ja, wobei, ihr habt eh nichts davon, weil es habt nur ich bekommen. Weil ihr seid einfach nicht Kalle. Hallo. Mir geht's gut, Kalle. Ich habe heute sehr gute Laune, habe vorhin ein bisschen meinen Rücken, habe mir irgendwas eingeklemmt. Das tut ein bisschen weh, aber ansonsten alles supi. Dir? Ach, du hast dir was eingeklemmt. Ja, ich habe mich eingeklemmt. Ich habe mir nichts eingeklemmt. Jetzt kriegt die ganze Zeit Subs, wieso kriege ich keine? Ja, Beard King Timo, dankeschön für deinen Stufe 1 Sub im 18. Monat, mein Lieber. Genau das meine ich. Ey, Drecki, danke für die 5 Gift. Fietrix, ey, dankeschön für deinen Prime Sub. Und Kavinsky, dankeschön für deinen Prime Sub. Ey, danke. Nine, danke für die 2 Gifted Subs. Dankeschön, Nine. So, der Pixelschieber haut jetzt auch nochmal 5 raus. Blauk hat 2 Community Subs. Blitz! Danke für die 10! Was ist hier los? Sag mal, also, bist du eigentlich komplett lost, Kalle? Ja. Wieso drückst du auf weiter, wenn ich hobbylos bin? Du bist hobbylos? Wenn ich lobbyhaus bin. So, warte mal, wie kann ich jetzt zutreten da? Also nicht zutreten, sondern beitreten. Scheiße, ich bin angegriffen worden. Och, Kalle. Du hast gesagt, wir sollen die Hauptstory heute machen. Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Wir müssen erstmal wieder reinkommen, ne? Ich schieß schon mal hier auf die Gegner, ne? Ich schieß noch mal auf die Gegner. Alter, der jumpt richtig. Sag mal, wo kann man denn... Das geschieht dir recht. Hier. Okay, was ist das? Nee, weg damit. I've been looking for freedom. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Egal. Oh, Richtung hier Bock. Ah, hinter mir, Kali. Junge, ich habe eine Wasserflasche auf meiner Waffe. Ich hätte gerne eine Wasserflasche. Ich habe eine Wasserflasche. Soll ich dir einen vortrinken? Nö, du machst jetzt gar nichts. Hast du gerade was getrunken? Was ist los? Ich habe einen halben Liter Wasser. Ich bin Schwudel in mir drin. Warum machst du das? Ich bin aufgestiegen. Weil ich Wasser trinken wollte. Ey, du bist wirklich peinlich. Kalle, bitte reiß dich zu. Wo bist denn du? Schon wieder raus? Ach, ich hab mich hier oben mal hingestellt. Ich hab den ganzen Loot gegrabt. Du miese kleine Ratte, hab ich recht? Ja, hab ich recht. Neue Punkte verfügbar. Reiß ja nicht möglich. Ey, Board Guy, danke für deinen Prime Sub. Hau gern noch einen raus. Gentle Kill, danke für deinen Sub vor 3. Jeder, der jetzt gleich Sub. Nein, okay, ich halte jetzt mit dem Maul. So, gehen wir raus. Opportunisten. Ja, rein. Ja, letztes Mal waren wir kurz vor dem großen kleinen Erdnussflip. Den haben wir ja weggemacht, glaube ich. Richtig, ja, haben wir weggelasert. Ja, komm mal mit. Ja, ich komm schon. Komm mal mit hier. So, hier. Hier Ach, haben stimmt. wir den Erdnussflip weggemacht. Da haben wir doch den Loot! Oh, hier waren wir noch nicht, ne? Hier in dem Ding. Hier waren wir noch nicht. Hier können wir noch rein. Aber kann ich mir kurz vorher Wasser holen? Ansonsten sterbe ich gleich einen Tod wegen Dehydrierung. Man können da eh nicht rein. Aber wir können hier vorne schon mal hin und dann können wir da gleich, ja, und dann hol dir Wasser. Gut. Währenddessen singe ich euch ein Lied. Kuschinski mit... Ah, da stellt sich wieder. Wie fandet ihr den Song? Welchen Song? Na, du warst nicht da. Dann war er scheiße. Alter, Dankeschön für deine 100 Bits. Ah, du guckst auch nur aufs Geld, oder? Alter, hast du gerade einen Ich hab getrunken. Was ist mit dir, Alter? Gute Laune, Bro. Hey, gute Laune, Bro. Alter, das sieht ja schön aus hier. Schön. Oh, guck mal, da vorne die Blockade. Oh, oh. Ja, die Pilze kommen zurück. Oh mein goodness. Okay, alle Bäume sind gestorben und Pilze sind gewachsen. Und das sind kleine Pilzmonster, die ich jetzt töte. Oh, die heißen Pilzchen. Wieso hast du eigentlich mehr XP als ich? Du bist schon Level 9. Ja, bin ich. Hast du heimlich weitergespielt? Ja, Tatsache. Ich bin gestorben. In den Erzielen! Der hört sich toll an, oder? Okay. Sag mal, ist hier die Blockhülle? Ey, guck mal, hier vorne ist Dude, oder? Alter, was? Hier vorne ist Dude, oder? Folgt dir richtig unauffällig. Ah, da ist ein Ausrufezeichen. Und ein. Ach, perfekt. Ausrufezeichen sind immer Nebenmissionen. Ist richtig. Und hier können wir richtig heftig verkaufen. Ja, ich verkaufe jetzt alles. Dann nehme ich es an. Lass mich mal kurz hier. Du hast es geschafft. Jetzt mal meine Jahre verkauft. Ja, mach entspannt, du. Guck mal, hier ist Claptrap. Claptrap! Oh mein Gott, der hat einen kleinen Hut auf. Flippy! Was kann ich denn dafür? Oh, Klatscherpilz. Was stört dich das? Du weißt ja nicht mal ihren Namen.
Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht so eine Waffe gefunden, die halt wirklich Damage macht, oder bin ich dumm? Ja, wir sind ein bisschen unter dem Level. Aber das kommt mit der Zeit, wenn wir ein paar Skills geskillt haben und so. Ja, ja. Ah, hier ist ein Dings, ein Help-Ding. Hä, schon wieder eine Quest? Nee, jetzt war ja so die andere, würde ich sagen, oder? Ja, sind wir wahrscheinlich gerade in so einem kleinen Open-World-Bereich gelandet. Kann das ja, sein. Das haben wir hier durcheinander. Wir folgen jetzt erstmal Clappy Plappy. Oh ja, wenn du M drückst, siehst du eine riesige Mappy. Oh, Squid, ey, kein Stress, Bro, gerne. Kritisch. Sie steht bei von mir immer kritisch. Ein paar kritische Treffer. Ach so. Alter, da fliegt ein Pilz. Ich habe ja jetzt so eine kleine Handarmbrust, aber die ist halt echt beschissen, habe ich das Gefühl. Die habe ich auch, aber die ist ganz cool. Ja, die macht so richtig, also ich schieße halt so richtig langsam. Ja, die Klamotten. Hier ist noch eine Mission. Ja, hier sind überall welche. Aber lass uns erstmal Claptrap folgen, dann haben ja, wir... Ja, dann machen wir das erstmal. Also machen wir jetzt gerade so Mittelsmann zwischen denen, oder? Ja, ja. Die will nicht mit denen reden und die sind jetzt sauer, weil... Oh, jetzt sollen wir sie töten. Das machen wir. Alter, direkt schießen. Alter. Alter, die machen ganz schön Schaden, die Freunde. Hat er gerade gesagt, ich werde nie wieder pissen? Ich glaube, der hat gesagt, ich werde nie wieder pissen. Der greift mich an, die sind so klein, ich überlebe. Ja, und hier ist noch eine Kobold-Revolver, Alter. Ja, ich kann nicht reden. Revolver, ey. Oh, hier ist noch einer mit der Machine Gun. Kobold-Revolver, ah, ja. Die kleine Ratte da. Ah! Eingebaut. Ah, die ist sauer. Steht mein Schwert. Alter. Was ist denn nur kaputt? Alter. Was ist nur kaputt? Die ist irgendein Zauberer. Ich bin auf 31 HP. Oh mein Gott. Die hat mich richtig weggeschleudert. Mein Creator-Code ist Hand of Blood. Mein Creator-Code ist der Sterzig. Ich hab wirklich einen. Ja, benutzt lieber den von Hand of Blood. Benutzt bitte den von Hand of Blood. Nein. Benutzt lieber meinen. Der Sterzig. Von Hand of Blood, bitte. Der Sterzig, bitte, Leute. Dann benutzt den von Trimax. Ah, nein. Ich hab tatsächlich selber keinen. Ey, mach ich mir mal einen. Vielleicht soll ich mir einen machen. Ja, klar. Ich hasse Krawall. Ich hasse Krawall. Jetzt seh zu, dass du dein Schild... Oh mein Gott! Loot! Oh mein Gott! Blaue Items! Das war alles weg. Ja, klar, ich bin Staubsauger. Ich bin sehr gut darin im Looten. Ein Ninja-Looter. Das lernst du alles in Diablo 2. Finde von Lance. Oh, was ist der denn für einer? Er kriegt mein Schwert. Oh, der liegt auf dem Boden. Oh, ich baller auch hier auf. Vielleicht nicht aufs Schild, ne? Junge, was hast du da für eine Fähigkeit? Das ist ja absolut crazy. Ja, ja, das ist meine krasse Fähigkeit. Ich schieße ihn gerade die ganze Zeit in den Hinterkopf, aber irgendwie... Ich habe ihn gerade abgefackelt, aber... Oh, plopp! Loot! Ich habe einfach eh gespammt. Doch sei gewarnt! Ah, der ist gut aus. Zeige Mut! Beweise dich in König auf den Pilzhut, Bro! Bro! Ich kann jetzt hier Dorsch. Oh, nee, doch nicht. Dorsch? Ach, das sind kleine Pilzchen, ne? Alter, ich hab die abgefackelt. Vielleicht sollten wir die kleinen Pilzchen hinter uns. Ich mach jetzt Pilzpfanne. Okay, ich bin gerade tot. Nimm mich mit. Eieiei, die kommen alle kuscheln. Ach, lass doch die armen Pilzchen. Ich bin down. Kann ich finishen? Please. Okay, danke. Kannst du mich hochheben? Ich hol dich, ja, ja. Da hatte ich schon leider gerade eben meine Waffe geworfen. Du, das ist ja kein Problem. Er wirft halt. Oh, guck mal, Luki hier. Loot! Ich hab schon wieder alles aufgesaugt. Alter, die kleinen Pilzchen tun mir schon leid. Vor allem, weil sie Pilzchen heißen. Pilzchen! Alter, wie ich den anschnipse. Jetzt wächst hier der nächste Pilz aus dem Boden, oder was? Ja, die wachsen ja alle. Leute, wir sind doch keine Loot-Goblins. Was wollt ihr? Wo sind wir denn Loot-Goblins? Was ist ein Loot-Goblin? Ah, Leute, die halt immer sich Loot-Gobbeln. Oh, hier liegen Sachen. Liegen Sachen, ne? Kannst mal gucken hier. Guck mal, ich schmeiß jetzt hier mal alles hin, was ich so hab. Okay, dann... Ja, ist nice, Kalle. Also, ich kann auch genau erkennen, was jetzt hier liegt. Oh. Ja, du musst halt mal gucken. Dann, wir müssen hier rüber. Ja, richtig. Und dann irgendwie da oben rauf. Kommt bestimmt jetzt was. Das war ein Liebesfass. So, jetzt hier rauf. Und da vorne steht er auch schon. Hier kann man nämlich auch hochspringen, glaube ich. Oh, nee. Wir müssen irgendwie hier oben rauf, oder nicht? Und dann unten auf seinen Kopf, oder wie? Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Ja, war eine geile Runde. Oh, warte. Ich glaube, ich hab's. Nein, der ist auch unsichtbar. Ja, ich bin so schlau. Ich bin zu schlau für diese Welt. Ich bin daneben gesprungen. Oh! So, jetzt ist er weg. Junge, der ist weg. OMG, der nice Loot. So, Lance. Der ist stark, glaube ich. Beobacht. Nee. Ich krieg das hin. Vergifte ihn. Schwert. Schild. Schwert. Ja. Ich bin jetzt hier in seinem Pilz. Du könntest mich holen.
Ach, du lebst nicht mehr? Ich bin jetzt gestorben. Ja, dann rede doch mit mir. Ich bin da hier am Lance Fighten. Ehrlich gesagt, ich bin down. Kannst du das lauter sagen nächstes Mal, bitte? Sagst du das so, als wäre es meine Schuld? Alle, nichts ist deine Schuld. Wo zum Teufel bin ich? Was hat denn mein Vergiften für eine Mini-Range? Wo zum Teufel bin ich? Hier. Ja. Die Waffe ist, glaube ich, kaputt. Ich muss kurz zu dir rennen, warte. Meine Waffe? LOL! Seht ihr das, Leute? Nee, meine Waffe... meine Waffe ist kaputt. Ja, hab ihn. Gut. Oh, jetzt hast du aber mal richtig durchgesaugt hier. Ich bin extra nicht hingerannt. Schön. Ich muss ihm das mal anbauen, mit dem Knappy. Sekunde. Ja, lass dir Zeit. Mit der lass dir Zeit, Sterzig. So, Leute. Das ist Tiny Tina's Wonderland. Ich finde es ein sehr cooles Game. Es passt sehr gut ins Borderlands-Genre rein. Ist ja auch aus dem gleichen Universum, wie wir schon mal gesagt haben. Es wird immer besser, habe ich gesagt. Es wird immer besser, ja. Und genau, da hinten ist ein krasser Tornado und vielleicht werden wir den irgendwann nochmal wiedersehen. Ja, der Tornado ist wirklich krass. Das ist richtig.